Shalom Aleichem. Dem 21. Juni 1881 ist in dem ukrainischen Städtel Zolotonoschi geboren geworden der künftige Gründer von der Poletzion-Bewegung und einer von den wichtigsten jüdischen Philologen und Sprachforscher Ber Borochow. Sein Tate, ein hebräischer Lehrer, ist bald nach seines Geburtstags herübergefahren mit der Mischpuche in der Stadt Poltava, wo Ber hat sich gelernt in einer privaten russisch-jüdischen Schule und später in einer Gymnasie. Er hat sich allein aufgegeben mit Philosophie und gelernt Sprachen. In Teusentnaninder lässt er sich weg in Katerinoslav. Dort kommt er in Barriere mit dem Kreislauf von der russischen Sozialdemokratischen Partei und später mit der zionistischen Bewegung. Er fährt Sacharim über Dorem Russland in Schliches, sich zu treffen mit den jüdischen Arbeitermassen. In 1906 wird geschaffen die jüdische Sozialdemokratische Partei Poletzion. Und Ber Borochow ist zwischen den Hauptinitiatoren von dem Organisierkomitee. Er wird arrestiert, aber in Gichen befreit. Wie ein Penmensch hat Borochow bis in Jahr 1907 geschrieben ausschließlich auf Russisch. Erst noch sein verlassenes Land und besetzen sich in neues Land, geht er sich auf mit dem Studieren der Geschichte von jüdischer Sprache und Literatur. Er fährt darin über Europa, arbeitet in verschiedenen Bibliotheken, tritt auf mit Lektien über soziale und philosophische Probleme. Nach dem Ausbruch von der Ersten Weltmalchume verlässt Borochow Europa und kommt in Amerika. Von einem Saat ist er Mamschich aktiv sich vernehmen mit seiner politischen Tätigkeit in der Poletzion-Bewegung. Und von der anderen Seite lässt er nicht auf seine wissenschaftliche und journalistische Arbeit. In einem mit Harkavi, Joffe und anderen organisiert er eine wissenschaftliche Kommission für jüdische Grammatik und Orthographie. Er stellt zu neuen Bibliographies von Peretzen und Shalom Aleichem und trägt andere Abhandlungen wegen der jüdischen Literatur und Theater. Nach der Revolution in Russland kehrt er sich in Maim. Dort beteiligt er sich in einem dritten poletzionistischen Zusammenfor. Er ist voll mit Plänen in beiden Gebieten, sei parteiische und sei wissenschaftliche. Aber plötzlich wird er schwer krank auf Blutvergiftung, dem 4. Dezember 1917 starb er in Kiew.